herzlich willkommen. Heute werde ich euch zeigen, wie man einen Computer zusammenbaut und die grundlegenden Informationen über Computer. Kommen wir erstmal dazu, was man alles braucht. Das ist natürlich ein Mainboard. Könnt ihr im Grunde aussuchen, was für eins. Hauptsache, wenn ihr schon Komponenten habt für PCs, dass sie passend sind. Dann ein Lüfter für die CPU. Die CPU selber. Ein CD-Laufwerk ist nötig eigentlich im Normalfall, um überhaupt das Betriebssystem zu installieren oder halt zum CDs und DVDs abspielen. Allerdings, wenn ihr DVDs abspielen wollt, braucht ihr auch wirklich ein DVD-Laufwerk. Dann eine Festplatte. Wie viel GB ist auch egal. Hauptsache ist für euch genug. Im Normalfall reichen 80 GB, wenn man nicht viel damit macht. Und sonst kann man halt auch nur gut empfehlen eine Terabyte. Damit hat man eigentlich genügend. Zumindest auch für mehr Nutzer des PCs und die nicht sehr viele Filme oder so auf dem PC haben. Des Weiteren Arbeitsspeicher passend, was zum Mainboard passt. Wie viel GB? Kann ich sagen, für XP sollte es mindestens 1 GB sein. Damit es flüssig läuft, für Vista 2,5 und für Windows 7 2 GB. Das sind aber halt die Angaben, wo das Minimum ist im Grunde. Wer nicht unbedingt die Onboard-Grafik der heutigen Mainboards nutzen möchte, weil er auch ein bisschen spielen möchte, eine gute Grafikkarte. Ich habe jetzt die NVIDIA NX 7800 GT mit 1 GB Grafikspeicher. Für Leute, die vielleicht auch ihre Onboard-LAN-Karte bzw. wenn keine vorhanden ist, zu LAN finden, eine Netzwerkkarte noch. Ich habe die nur, weil das Mainboard, was ich hier habe, nicht einen schnellen Datentransfer unterstützt. Des Weiteren Verbindungskabel für die Festplatte und fürs CD-Laufwerk. Sowie, wenn ihr einen extra Anschluss an der Grafikkarte habt, einen Adapter, sofern der Stecker am Netzteil nicht dran ist, für die extra Stromversorgung der Grafikkarte. So, und da kommen wir zum Netzteil. Ich habe hier ein 420 Watt Netzteil, das hat sowohl SATA-Stromstecker, wie auch die alten guten Stromstecker für sämtliche Geräte. Und damit alles einen Platz findet, ein Gehäuse. Ich habe mich jetzt für einen normalen MIDI-Tower entschieden. Da passt auf jeden Fall so jedes Mainboard eigentlich rein. Es gibt kein Mainboard, was größer ist, was hier nicht reinpasst. Und was immer zu Mainboards und allem mitgeliefert wird, damit man das Ganze im Gehäuse einbauen kann, Schrauben. Und damit man alles zusammenschrauben kann, kann ganz hilfreich ein Schraubenzieher und vielleicht eine kleine Zange. So, nur die Zange habe ich gerade verlegt. Ah, da ist sie. Und so eine kleine Zange zum Schrauben festhalten oder so. Nehme ich ganz gerne. Es ist manchmal auch ratsam, wenn man verschieden große Schrauben hat, ein ganzes Feinmechanik-Set zu haben. Kostet nicht viel, 4,99 gibt es es oft. Und man hat da alles, was man braucht. So, kommen wir zum Zusammenbau. So, als nächstes nehmen wir dann... Aber als erstes eher gesagt, nehmen wir dann das Mainboard.
und erstmal die CPU. Wichtig ist, die CPU mit vorsichtig umgehen, da sie sonst nachher noch kaputt geht. Und ich glaube, ich zeige das mal lieber ein bisschen näher. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Hebel, den einmal ganz bis zum Ende durchdrücken. Dann ist es erst offen und dann müsst ihr gucken. Jeder Prozessor hat so einen kleinen Pfeil, so einen kleinen goldenen Pfeil. Und der ist auch am Mainboard zu finden. Und so längs, jetzt ihn drauf. Ich habe es gerade verpeilt. So längs, ja. So. Vorsichtig, wenn er nicht richtig raufpasst, nicht mit Gewalt oder so, nur wenn er wirklich fest sitzt, nicht verruckelt, dann erst den Hebel runter machen und dann müsste er fest wieder sein. So, das ist jetzt ein Schraubkühler, das heißt, der hat vorher so eine Halterung, die habe ich schon festgeschraubt, die ist halt festgeschraubt, habe ich alles gemacht. Und vorsichtig, dass die Kühlpaste hier nicht verwischt. Und dann ist es eigentlich egal, in welcher Richtung man den raufsetzt. Hauptsache, er passt. Und dass die Haken hier an der Seite so über die anderen Haken rübergreifen. Ist, wenn das nicht passt, dann nochmal hier oben die zwei Schrauben lösen, dann müsste das rumpassen. Wenn das soweit ist, dann immer so mit drei Umdrehungen ab, hin und her, also von Seite zu Seite, festschrauben. So wird das gleichmäßig festgeschraubt und es passiert nichts. Fest. Dann ist bei jedem Mainboard anders. Der Stromanschluss für den Lüfter. Müsst ihr auf dem Mainboard gucken, wo CPU-Fan steht. Das ist bei mir direkt an der Außenseite parallel zum der Anschlussleiste rechts. Links. Ist meistens, in den meisten Fällen dort vorhanden und dann passt das so. Kabel müsst ihr gucken wir später, wie wir das Ganze machen. So, jetzt kommen wir zu den Arbeitsspeichern. Ich habe 4 Stück an der Zahl, jeweils 1 Gigabyte. Ist relativ unentscheidend, je nachdem was ihr damit machen wollt. Und zwar habt ihr dafür diese Bänke hier unten und ihr müsst halt richtig darauf achten, dass ihr den richtigen Anschluss habt. Wenn ihr Arbeitsspeicher habt, die zwei Unterteilungen haben, dann ist das sehr alter Speicher, das ist SD-RAM. Den gibt es gar nicht mehr eigentlich, also kein Mainboard hat das mehr, auf jeden Fall nicht. Und wenn ihr wirklich alle Ports belegt, bezüglich des Arbeitsspeichers, dann ist es auch egal, in welche ihr das packt. Ansonsten immer in den 0. und den 2. also in den Port. Und immer darauf achten, dass er richtig rum ist. Wenn er nicht richtig passt, bloß nicht mit Gewalt anwenden, weil dann ist er falsch. So. Und soweit sind wir dann auch, wenn alles fest sitzt, mit dem Mainboard angeschlossen und kommen dann zum Gehäuse.
Und zwar, die meisten heute haben hinten für die Hauptseite einfache Schrauben, die man mit den Fingern abdrehen kann. Sofern das nicht der Fall ist, einfach mit dem Schraubenzieher. Und dann kann man die Wand einfach abnehmen. Da wir aber auch die Kabel und alles verlegen wollen, müssen wir die zweite Seite auch aufmachen. Sofern hier auch Fingerschrauben sind, einfach die Fingerschrauben nehmen und locker schrauben. So. Dann nehmen wir die zweite Teil ab. Und zwar, wenn wir die zweite Teil auch abgelegt haben, auf die Seite legen, mit der Seite, wo die Platte unten liegt. Und dann erstmal gucken, dass alle gehäuseinternen Kabel, dass wir die erstmal beiseite legen, weil die stören uns nur beim Mainboard-Anbau. So, das hält. Nun nehmen wir das Mainboard und nehmen die Seite, wo die Anschlüsse sind, mit der Seite, wo die links ist. Da kommt normalerweise auch noch eine Slotblende. Da der PC schon oder das Mainboard älter ist, das ich jetzt gerade verwende, habe ich die leider nicht mehr. Aber normalerweise kommt da eine rein. So. So, dass die Schraublöcher genau gegenüber einem, also außen kommen mit den Schraublöchern des Mainboards. Im Normalfall, wenn das Gehäuse neu ist, müsst ihr diese extra setzen. Dafür ist bei jedem Mainboard auch ein Setzungsplan der Abstände dabei. So. Und zwar werden jetzt mit diesen Schrauben den hier kleinen das Mainboard festgeschraubt. Erstmal mit fingerfest festschrauben. Oder zumindest so, dass es sitzt. Dieses Mainboard hat jetzt nur 4 Punkte, wo es festgeschraubt wird. Also mache ich auch nur 4 Schrauben rein, logischerweise, weil einfach mehr nicht geht. So, jetzt kommt der gute Schraubenzieher zur Sache und schraubt das alles fest. Nicht zu fest, da nachher sonst das Mainboard zerspringt und das wäre natürlich nicht von Vorteil, wie man sich wohl denken kann. Wichtig dabei ist, ihr solltet nicht unbedingt einen Schraubenzieher mit Magnet verwenden, da das sonst dazu führen könnte, dass irgendwelche Bauteile des Mainboards kaputt gehen. Ich hatte das schon mal, da ist mir das Chipset kaputt gegangen. Und das war nicht sehr lustig. Nun kommt noch das Netzteil rein. Wobei ihr drauf achten solltet, bei manchen Gehäusen muss man erstmal das Netzteil einbauen. Und da sonst man das nicht mehr reinkriegt und dann müsste man das Mainboard wieder rausschrauben. Bei dem Netzteil geht das jetzt, bei dem Gehäuse geht das jetzt, aber besser ist es eigentlich, erstmal das Netzteil reinzuschrauben. Einfach mit 4 Schrauben, wieder denselben wie mit dem Mainboard.
So. Wenn alle fest sind, halt alles kontrollieren. Dann dürfte sich nichts mehr bewegen. Und dann haben wir das Netzteil auch drin. So. Das verkabeln wir später, jetzt noch nicht. Denn wir kommen jetzt erstmal zum Laufwerk. Das, sofern ihr eine Blende habt, müsst ihr die erstmal vorne entfernen. Das geht eigentlich im Normalfall so einfach, dass ihr es einfach wegnehmt. Und dann könnt ihr es einbauen. Ich will es aber jetzt da hinsetzen. Insofern kann ich es einfach von vorne reinschieben. Halt darauf achten, dass der Aufmachknopf unten ist, wenn das Gehäuse stehen würde. Und dann entweder, je nachdem, was Schrauben mitgeliefert werden, entweder mit den gleichen wie mit für Mainboard und Gehäuse, für Netzteil oder mit anderen mitgelieferten. In dem meinen Falle sind das die mitgelieferten. Täusche ich mich? Und zwar die hier. Genau. Im Normalfall reichen zwei Schrauben von jeder Seite quer. Die neuesten Gehäuse haben einfach auch eine Klemmvorrichtung. Da entfallen natürlich die Schrauben. Also, ihr solltet halt darauf achten, dass das Laufwerk genau mit dem Gehäuse abschließt, weil sonst einfach blöd aussieht. Und wer will schon blöd aussehenden PC haben? So. Wenn ihr die eine Seite fertig habt, könnt ihr es umdrehen und auch dafür ist es gut, halt das die zweite Seite aufzuhaben. So. Dann kommen wir jetzt zur Grafikkarte. Das ist unsere Grafikkarte. Und dafür gibt es in meisten Fällen schwarz oder blau markierten Schlitz. Halt unter dem Prozessor, wenn er aufrecht steht. Und da kommt dann halt die Grafikkarte rein. Besonderheit ist, dass immer ein Zapfen hinten sitzt, dass man es nicht einfach so rausziehen kann, sondern dann oder hier halt die Sicherung erstmal wegklappen muss, damit man es überhaupt reinsetzen kann. Sichern. Und dann oben, hier oben festschrauben. Wieder mit derselben Schraube wie für Mainboard. So. LAN-Karte, ganz einfach, ähnlich wie mit der Grafikkarte. Nur, dass diesmal ein anderer Slot, ein normaler PCI-Slot benötigt wird.
der ähnlich ist, nur ohne Sicherung. Und da braucht man nichts eigentlich weiter beachten, außer die reinstecken und festschrauben. So. Was dann fehlt, ist die Festplatte. Da drauf achten, wenn ihr eine 2,5 Zoller habt, dann braucht ihr einen Adapter oder, wie bei dem Gehäuse, ist es möglich, die schräg reinzuschrauben, das heißt, dass sie so steht. Und das werde ich auch machen. Und ansonsten habt ihr ja nur die 3,5 Zoll Schächte. Die sind aber halt nur mit Adapter, dass man eine 2,5 Zoller reinsetzen kann. So. Das heißt, ich spare mir den Adapter in dem Falle, aber das sind nur wenige Häuser so möglich. Und man kann sie dann auch nur von einer Seite festschrauben. Gut, jetzt haben wir soweit alles festgeschraubt. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Verkabeln beginnen und dafür werde ich die Kamera ein bisschen zoomen, damit man mehr sieht. So, jetzt gehen wir ans Verkabeln. Da meistens alle Kabel vom Netzteil gleich verbunden sind, also zusammengeklemmt, müsst ihr die erstmal lösen und dann habt ihr mehrere Kabel. Und zwar habt ihr einen, der ganz breit ist, 24 Pole, und da habt ihr einen Anschluss, einen auch genauso breiten, auf dem Mainboard. Der ist für alle Stromversorgung, wie Arbeitsspeicher, Prozessor, obwohl der Prozessor auch nochmal eine zusätzliche Versorgung kriegt. Wenn er nicht passt, der Stecker, einfach mal um 180 Grad drehen, dann sollte er passen. So, dann einen vierpoligen, der ist für die CPU. Den einmal anschließen. Und wenn der nicht passt, auch einmal drehen. So, jetzt passt er. Dann einmal Strom für das Laufwerk und Strom für die Festplatte. Also das Laufwerk läuft bei mir jetzt noch über den alten Stromanschluss und die Festplatte über den neuen SATA. Ich merke gerade, dass die eine Schraube von der Festplatte ein bisschen locker sitzt. So. Ja, viel besser. So. Bleibt hier noch ein normaler Anschluss frei. Und dann halt, dann nehme ich das Kabel. So. Und dann diesen Adapter für die Grafikkarte, sofern ihr den Anschluss nicht am Netzteil habt. Einfach zwischen zwei so welche Anschlüsse setzen, also an zwei so welche alten Anschlüsse. Na,
darauf achten, dass die Pinnen gerade sind. So, jetzt. Und dann passt das auch. So. Und dann hat hinten oder oben der Anschluss für die Stromversorgung. So. Mehr brauchen wir in diesem PC nicht an Strom verkabeln. Aus dem Grund binden wir jetzt alle restlichen Kabel und so zusammen, dass sie nicht unbedingt den Luftzug verhindern, das heißt möglichst zu einem Bündel binden und möglichst tief legen. So. Dann kommt normalerweise auch noch ein Kabel, halt IDE-Kabel für das Laufwerk. Hier einfach an einen der IDE-Kabel-Slots und dann mastern. Und wenn ihr nur ein altes Laufwerk habt. So, dann für die Festplatte. Ein ganz normales, stinknormales SATA-Kabel reicht. Einmal an den kleinen Anschluss der Festplatte. Und dann am möglichst ersten Anschluss vom Mainboard. Das ist bei dem hier, der ganz unten rechts. Passt auf, wenn ihr einen eSATA-Anschluss am Gehäuse habt, dann auch den hier anschließen. Am zweiten, ist bei mir unten links. Und dann haben wir die Datenverbindung soweit fertig. Und kommen nun zum USB. Davon haben wir zwei Stück. Beziehungsweise an einen Stecker sind im Normalfall zwei Anschlüsse angeschlossen. Und dafür gibt es in meisten Fällen blau markierte Anschlüsse. Diese Stecker passen auch nur wirklich da, wo sie passen. Halt. Na. Und dann möglichst bei den ersten beiden Anschlüssen ransetzen. So. So. Die Bahn haben wir auch. Dann für vordere Soundanschlüsse dieses Kabel, HD Audio. Diese liegen meistens bei den Anschlüssen hinten. Und dafür gibt es auch nur einen passenden Anschluss. In dem Falle ist halt so eine Zange ganz gut, weil man einfach besser rankommt. Fest. Dann kommen wir jetzt zu den restlichen vier, zumindest in den meisten Fällen vier Kabeln. Und zwar die wichtigsten sind Power SW und Reset SW. Also SW steht für Switch, also Schalter. Und da ist es bei jedem Mainboard wirklich anders, wo die sitzen. Die Schalter sind im Grunde egal, wie rum der Stecker sitzt. Hauptsache er sitzt. Aber bei den LEDs müsst ihr auf die Richtigkeit achten. Da jetzt Power. Ich sehe es nicht gerade. Vor allen Dingen nicht kopfüber.
Ich muss den mal kurz umdrehen. Okay. Wie gesagt, einfach in der Beschreibung vom Mainboard nachgucken. Und dafür gibt es meistens auch diese Panel-Adapter, das heißt, ihr habt nicht dieses Gewurste mit den kleinen Kabeln direkt, sondern ihr könnt es vorher zusammenstecken und einfach dann ran. Das ist ganz praktisch, aber sowas gibt es halt nicht für jedes Mainboard. Weil, wie gesagt, das verschieden ist. HDD-LED. Einmal da und Power LED. Da. Na? Gut. Soweit haben wir dann alles angeschlossen. Jetzt könnten wir noch alles wegbinden, das heißt auf alles wieder mit Kabelbindern oder so zusammenbinden. Ich lasse es jetzt so, weil so viel ist ja jetzt nicht drin. Und dann können wir jetzt das Gehäuse auch wieder zuschrauben. Komplett. So. Und dann verpacke ich das mal ein bisschen weiter weg. Zuschrauben sollte wohl nicht schwer sein. Das heißt, das muss ich nicht unbedingt ausführlich zeigen. Einfach die Schrauben wieder hinten rein. So, wenn ihr dann halt alles zugeschraubt habt, dann ist euer PC eigentlich soweit fertig. Was ich halt bei komplett neuen Teilen empfehlen würde, ist, dass ihr ihn beim ersten Start offen lasst und guckt, ob alle PC-Lüfter laufen, also vor allen Dingen vom CPU, Grafikkarte und Chipset. Wenn die alle laufen, ist schon mal gut. Im Notfall gucken, sofern keine Festplatte erkannt wird, ob die Festplatte läuft. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr ein Betriebssystem installiert, wäre es natürlich ganz blöd. Ich könnte euch das aber noch mal einmal zeigen. Dazu mache ich dann halt später ein Video und werde es dann verlinken. So, hiermit sage ich dann Danke an euch, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. Ansonsten fragt einfach als Kommentar, was euch gefehlt hat an diesem Tutorial, und wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, schreibt einfach als Kommentar rein oder als private Nachricht und dann werde ich auf jeden Fall darauf antworten und euch dabei helfen, euren PC zusammenzubauen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.